Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Psychonauts. Ja, im letzten Part haben wir uns ja hier schon in dieser doch sehr abgedrehten Welt von Boyd umgesehen. Und, okay, ich gebe jetzt zu, ich habe in einer Komplettlösung nachgeguckt, weil, ganz ehrlich, jetzt so selbst im Nachhinein, ich wäre überhaupt nicht da drauf gekommen. Habe ich hier hinten irgendwie eine Abkürzung, wo ich so springen kann? Nein. Okay, das war eine andere Stelle. Bin ich überhaupt richtig? Ich muss nämlich wieder zu diesem Postamt. Hey, folgst du mich? Ich muss Verstopfungen verhindern. Das hier ist alles mein Platz. Okay, er muss Verstopfungen verhindern. Nee, da geht's wieder zurück zu Boyd, genau. Damit ich hier doch richtig, ich muss mich gerade erstmal wieder orientieren. Erstmal ein bisschen orientieren und dann kann ich ja wieder sagen, wo ich entlang muss. Ist ja erstmal das Wichtigste. Ja, aber ich werde es ja dann gleich sehen. Also ich persönlich wäre einfach irgendwie überhaupt nicht da drauf gekommen. Sagen wir irgendwie, ja, hier müssen wir zum Postamt. Das wäre mir irgendwie viel zu weit weg. Also so logiktechnisch. Ich hätte, glaube ich, doch da irgendwie rüberspringen. Ja, egal. Jetzt bei diesem Postamt. Da kommen wir ja nicht rein. Wie wir hier sehen. Aber wir können das Teil hier, was ich sogar gar nicht sehe, angeblich benutzen. Ja. Da soll ich jetzt irgendeinen Code eingeben. Der Zugriff wird mir verweigert. Dann muss ich schnell weg. Und durch seine Augen zusehen. Weil er jetzt den Code eingibt. 8627. Okay. Dann haben wir es jetzt. 8627. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, überhaupt mal diese Tür zu beachten. Wärt ihr darauf gekommen? Nee. Oder ja, vielleicht doch. Vielleicht seid ihr ein bisschen besser in sowas als ich. Ich jedenfalls wäre überhaupt nicht da drauf gekommen. Das war mir irgendwie... Ja, nicht abwegig, aber irgendwie... Nee, hätte ich da überhaupt nicht nachgeguckt. Nicht, dass es wirklich abwegig wäre, aber ich hätte da wirklich nicht nachgeguckt. Irgendwie diese Tür hätte ich gar nicht beachtet. So. Jetzt den Spinnweben entfernen und dann kommen wir da durch. Dafür brauchen wir den auch. Ich sehe nichts mehr. Okay. Aha. Das habe ich mir doch schon fast gedacht. Wenn wir nämlich hier durch die... Oh verdammt, ich bin falsch rumgelaufen. Durch die Augen der Kamera gucken. Die natürlich Nachtsicht besitzt. Können wir durch den Level durch. Oder durch den Bereich hier durch. Sehr, sehr klug. Was ich arbeite in den Kanälen. Aha. Jetzt können wir in den Kanälen arbeiten. Da wissen wir direkt, wo wir hin müssen. Denn in den Kanälen war irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, was da war. Aber irgendwas war da Wichtiges. Ich glaube, der Milchmann. Wir suchen immer noch den Milchmann. Wisst ihr, wer der Milchmann ist? Ich jedenfalls nicht. So, hier so ein kleines Hündchen. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott! Oi. Eieiei. Caramba, caramba. Zum Glück kann ich schießen. Was mir die Sache hoffentlich weitaus vereinfacht. Autsch. So viel zu hoffentlich weitaus vereinfachen. Oh ja, doch. Pium! Oh mein Gott, was ist denn da für Viecher? Oh mein Gott, die explodieren. Oh mein Gott, er regeneriert sich. Nein! Ah, ich sehe. I see. Ich brauche die Telekinese. Now I see. Ich sehe es. Für alle, die jetzt noch nicht die Strategie verstanden haben. Ich sollte einfach mal hier die ganze Zeit nur springen. Ihn jetzt wieder anvisieren.
und abschießen. So. Kann mich nicht gut festhalten. Das werfen wir jetzt da rein. Wo er jetzt hoffentlich erledigt ist. Ja. Jetzt ist er erledigt. Und noch wieder ein bisschen geistige Gesundheit. Und wir kommen hier lebend wieder raus. Was das wohl irgendwie zu bedeuten hat. Das war wahrscheinlich der Bösewicht, dieser Zahnarzt-Typi da. Der die ganzen Gehirne ausnimmt. Weil Oleander kann das irgendwie nicht sein. Aber der erinnerte doch irgendwie schon stark diesem Zahnarzt-Typi. Der, wie ich ja vermute, Ra's Vater ist. Ohne Wasser würden diese Pflanzen umgehen. So, ich nehme mal jetzt den Pümpel. Ich schneide gern Hecken. Nein, ich mach den Pümpel. Ich arbeite in den Kanälen. Ja, du arbeitest in den Kanälen. Hallo, Kanalarbeiter. Haben wir uns nicht beim Gewerkschaft... Ja, ja, ist mir egal, was du mir sagst. Ist mir vollkommen wurscht. Sie haben Freddy. Armer Freddy. Er war ein so guter Geheimagent. Auftragskiller, meine ich. Wer schießt auf uns? Okay, wir müssen jetzt uns jetzt hier vor den Auftrag... Alles fake. Pass hoffentlich auf, machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Scheint jemand auf uns zu schießen. Ah, okay. Muss dann... Ah, ich sehe schon. Alles fake. Auf, hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Ich sehe schon, ich muss... Verdammt! Okay. Moment, ich benutze doch die Fähigkeit der Unsichtbarkeit. Aha. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Von dem Turm da scheint jemand auf uns zu schießen. Verdammt, Unsichtbarkeit funktioniert auch nicht. Hm. Was dann, Leute? Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Was dann? Ich versuch mal, wenn ich hier... Kann ich den nicht irgendwie hell Meine sehen? Meine Waffe ist sauber. Man findet mich auf Hausdächern, also auf Kinderkollegen, die Bücher lagern. Verdammt! Wie soll das denn gehen? Vielleicht hier an der Seite, wo Alles ich dann fake. Mich noch hinter Bäumen verstecken kann. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Jemand auf uns zu schießen. Was geht denn durch Bäume durch? Manchmal arbeite ich für die Regierung. Alles fake. Meine Aufgabe ist, pass hoffentlich auf, machen Kollege. Sich die anderen Killer Von nicht dem über Turm mich lustig. Da scheint jemand auf uns zu schießen. Verdammt! Jetzt bin ich tot. Wie soll das denn gehen? Oh, jetzt sehen wir auch mal, was da passiert. Du gehörst auch dazu. Bleib. Jetzt brauche ich wieder die Tür. Weg. Und muss da rein. Ja, 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 ja. Schön, schön, schön. Ich schieße mal. Wie gut, dass ich direkt hier wieder anfangen darf. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Beim Feuern im Wind sind Feinabstimmungen. Pass auf, Killerkollege. Ja, toll. Der schießt mich direkt ab, wenn ich da auch noch hingehe. Stopp. Das ist Sperrgebiet. Wenn ich nun aber nicht als Killer da hingehe, bringt's mir ja auch nichts. Nee. Wie soll das denn dann gehen? Man findet mich auf Hausdächern, im Kirchturm oder Bücherrad. Alles fake. Weil selbst die Unsichtbarkeit bringt ja rein gar nichts. Nee, seht ihr, der erschießt mich ja sofort. Alles fake. Hoffentlich. Wenn ich sie angreife, passiert das hier. Ja, das kennen wir schon. Alles Wer fake. Ist der Milchmann? Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Stopp, das ist Sperrgebiet. Eines Tages wird die Popularität der Handys meinen Job überflüssig machen. Hm. Können Sie mich hören? Ich kann alle Gespräche abhören, die ich will, aber das verbietet mir meine Berufsehre und mein Verantwortungsgefühl. Ich repariere Telefonleitungen. Ja, ist klar. Ich überlege gerade. Wir sehen, der scheint... Hallo. Haben wir nicht irgendwie eine Fähigkeit, mit der wir... Moment, ich habe ein Schild. Komm, arbeite mit uns an den Leitungen. Haha! Warum kam ich nicht vorher auf die Sache mit dem Schild? Ich bin echt doof. Manchmal bin ich echt doof. Warum kam ich da nicht vorher drauf? Das ist so simpel. Hab sie.
Nein, stattdessen sterbe ich einfach mal. Anstatt einfach den Schild zu benutzen. Alter. Keine Bewegung. Nicht näher kommen. Ich werde nie verraten, wo der Milchmann steckt. Niemals. Okay, lass uns in Ruhe darüber reden. Jetzt hat sie sich umgebracht. Toll. Wo ist der Milchmann? Wer ist der Milchmann? Welche Aufgabe hat der Milchmann? Kommen Sie näher. Und ich sag's Ihnen. Da ist eine Bombe. Zum Glück habe ich sowas nie gekauft. Der Blick von hier oben ist schön. Aber ich sehe noch nicht genug. Ich muss noch höher kommen. Ganz hoch. Ja. Als ob ich fliegen würde. Ich hab's. Wie wär's mit dem Heli? Vielleicht gibt's hier ja Stelzen. Wie wär's mit dem Heli hinter dir? Halt, bitte landen Sie und lassen Sie mich rein. Ich will den Ausblick von da oben genießen. Schade, das Telefon ist hier ja nicht. Hallo. Halt, bitte landen. Halt, halt. Hey, ihr da im Hubschrauber. Ich habe... Ach, das kümmert die gar nicht. Jetzt aber. Verdammt. Ich muss mich irgendwie an die Kufen hängen. Jetzt kommt er und jetzt werde ich mich da... nicht an die Kufen hängen. Moment! Oh, ich bin ja auch doof. Was haben wir denn sonst noch? Ich bin ein Hubschrauber-Pilot. Genau, wir können ja durch andere Augen gucken. Ich fliege gern im Hubschrauber. Schön, dass du gerne im Hubschrauber fliegst. Wir suchen nach dem Milchmann. Schön, dass ihr nach dem Milchmann sucht. Wir wissen nicht, wo er ist. Ich sehe bisher nichts. Hubschrauber gehen hoch und runter. Toll. Seht ihr bisher irgendwas Interessantes? Mann, sind die doof. Haha, der Milchmann. Moment mal, was ist das? Ich wette, das ist er. Ja. Da werde ich auch wetten. Der Milchmann. Aha, da ist der Milchmann. Hubschrauber fliegen auch seitwärts, aber nicht so schnell wie Flugzeuge. Er ist auf der abgelegenen Insel da drüben. Moment, seit wann klingt das Telefon? Hallo? Wer ist der Milchmann? Boyd, bist du das? Ich glaube, ich habe den Milchmann gefunden. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wer soll das sein? Okay, ich nenne dich von nun an nicht mehr Boyd, sondern Freud, weil du eine echte Fehlleistung bist. Falls du eine Frau siehst, die mit Keksen schmeißt, hau bloß ab. Okay. Wenn wir eine Frau sehen, die mit Keksen schmeißt, hauen wir ab. Aber wir müssen da draufklettern und dann hier entlang rutschen. Das heißt, der Helikopterhut, den brauchen wir gar nicht. Ach nein, ich brauche erst einmal das Scharfschützengewehr wieder. Alles fake. Hoffentlich machen sich die anderen Killer nicht über mich lustig. Weil mich sonst die hier abknallen. Dies ist mein Gewehr. Auftragskiller. Und das wäre ja nicht ganz so schön, oder Leute? Wollt ihr nochmal sehen, wie ich sterbe? Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Ach, jetzt kommt schon. Dieses Eichhörnchen. Ich wusste es. Es war böse. Seht ihr das Vieh wieder? Aber das Vieh hat gar keine Chance gegen mich. Einfach nur hier wild im Zickzack springen. Das Vieh wieder markieren. Und jetzt, wow. Schnell die Telekinese aufheben. Auswählen. Und da reinwerfen. Und dann haben wir das Vieh doch jetzt hoffentlich direkt besiegt. Warte, es muss noch zu Stein werden. Genau. Erledigt. Das Geheimnis ist, ich bin der Milchmann. Okay, eher nicht. Ja, ich gucke gerade so auf die Uhr. Wir müssen den Part hier beenden. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.